Wahlhelfer, an alle, die ins Zug gestanden haben, an alle, die so eine Wahlbeteiligung gemacht haben. Hammer! Was ist falsch gelaufen? Also 99%ige Sicherheit können wir fast sagen, also diese Trend bleibt so. Und wenn das Ding noch 2% runter kracht, dann kracht es halt runter. Scheiße, wie hier kommt, ne? Dann muss ich denn nicht mal Brille entziehen, dann sage ich, da vorne ist ergeben. Dann nehme ich nur die Weitsichtbrille auf. So, dann muss ich die Nahsicht machen. Ich nehme einen Schluck. Eduard. Okay, 10 Minuten stehen wir schon da. Also die Stimme, die sind bestimmt dick geschrieben worden. Richtig. Ich finde das geil, dass wir 4 Minuten länger als bei der Normal. Aber normal müsste das Zeug schon längst ausgezielt sein. Aber das dauert mal zur Zeit. Geduld, Geduld. Und wenn jetzt noch jemand anruft oder WhatsApp schickt oder Telegram oder wie auch immer, der hier geht es ständig auch, weiß noch da, oder Martin Reichel, glaube ich, ist mit Ohren, die Birgit aus Brandenburg, Birgit Bessin, Jörg Orban aus Sachsen und viele, viele andere, der Martin Böhm aus Coburg. So, und unsere ganzen, ganzen lieben Wahlhelfer, die das alles möglich gemacht haben. Manche Zeiten, Gott, die sie hektisch wurden, die sie laut wurden. Der Landkreis Sonneberg schreibt Geschichte. Komm dann nochmal, ich mach's mal ganz. Wir machen erstmal MDR. Ja, erstmal ist es eine Kommunalwahl, die wir gewonnen haben. Der erste Wahlkreis, wo auch die Bürger gesehen haben, mit einer noch dazu gesteigerten Wahlbeteiligung, dass sich AfD wählen lohnt, dass man gewinnen kann, dass man gestalten kann. Der Kandidat hat auch klar. Am Ende wird ja das entscheiden, was auf der Ebene. Wir wissen, dass wir uns jetzt im Endeffekt geschaut haben. Heute ist viel mehr in der Rummel. Durch den Prominenz ist hier Landeschef, Bürgerchef. Sonnen sich hier gerade die oberen Reihen in jedem Erfolg? Enrico, tschüss, danke. Tschüss. Morben, Pizza. Das Ergebnis können wir natürlich nehmen. Wir freuen uns sehr. Es ist natürlich auch eine riesengroße Demut, die man hat. Weil jetzt ist es Verantwortung. Jetzt müssen wir natürlich auch beweisen.